Deutschland befindet sich derzeit in einem großen Wandel, in einer großen Transformation. Und ich möchte heute euch zu diesem Thema Peter Denk vorstellen. Peter Denk, du bist ja ein Internetautor, hast du gesagt. Und man könnte sagen, seit 2011 kann man dich im Internet sehen. Und ja, du bist ein Freidenker und ich denke, deswegen bist du genau richtig heute bei uns. Herzlich willkommen, lieber Peter. Hallo, liebe Monika, schön bei dir zu sein. Ja, ich freue mich auch wirklich sehr. Ich wollte ja heute über das Thema Deutschland und die Krise sprechen. Und habe so für mich herausgefunden, dass ja diese Krise findet ja auf der materiellen, politischen, wirtschaftlichen Phase statt. Und wenn wir die von der spirituellen Seite betrachten würden, hätten wir ja gar keine Krise. Ja, es ist immer die Frage, was Krise heißt. Das Ja. ist ja gerne auch, sagen wir mal, Verwandlung, Veränderung. Ja, irgendwas geht, aber üblicherweise kommt dafür dann auch, wenn man es zulässt, wieder was. Ne? Und das ist dann, ja, also ich sage ja auch immer, so blöd wie das jetzt ist, aber unser Weg hier ist nicht die materielle Meisterschaft, Exportweltmeister und so weiter. Das können wir Genau. zwar gut, aber das ist nicht unser Weg. Das wurde ja auch vielfach vorhergesagt, sondern spirituell geistig ist ja im Endeffekt das, was wir wieder machen sollen. Und dazu muss halt wohl auch erstmal das andere wegfallen. Und das ist, wenn ich natürlich daran hänge, ist das eine Krise, ja. Ja, genau, das ist der Punkt. Und ja, also Deutschland befindet sich derzeit in einem Wandel und der Transformation. Die Welt und auch die ganze Welt wird ja von verschiedenen Krisen erschüttert, sei es auf politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Ebene. Aber das, was man eigentlich dabei vergisst, das ist ja das Spirituelle. Das ist ja das, warum wir eigentlich in dem Wandel sind. Und auch der Ziel des Wandels, das überdeckt dieses Ganze, was man so im Internet oder auch in den Nachrichten immer hört. Da spricht kein Mensch davon. Wie siehst du das denn? Was ist denn da das Wichtigste, was meistens übersehen wird? Ja, also klar, wenn man schaut, im Chinesischen ist das Wort für Krise und Chance eigentlich gleich. Ja? Und wenn man genauer hinschaut, passieren gewisse Sachen eigentlich nie umsonst. Ja? Und hier haben wir natürlich das Thema, es ist offensichtlich, dass unsere Wirtschaft momentan im steilen Abstieg ist, was aber auch gefördert wurde von außen. Und auch von innen, auch von unserer Regierung, gar keine Frage. Und natürlich ist das erstmal, klingt das sehr negativ und ist natürlich eine Krise für die Wirtschaft. Da braucht man nicht drum herum Ja. reden. Und vieles von unserem Wohlstand oder so hängt natürlich da dran erstmal. Und je mehr ich da dran hänge, desto mehr werde ich das auch erleiden, um es mal so zu sagen. Nicht? Aber du hast es schon angesprochen, es gibt noch was anderes als materielle Streben, was wir ja in den letzten Jahrzehnten sehr gut gemacht haben. Wir haben das zu einer Meisterschaft gebracht. Exportweltmeister ist da immer so das berühmte Wort, ja. Und Deutschland stand natürlich, steht für eine ganz starke wirtschaftliche und Ausrichtung, die sehr erfolgreich ist, weil was wir anpacken, funktioniert halt auch meistens. Aber wenn man mal interessanterweise in die Prophezeiungen schaut oder auch was mediale Menschen sagen, da kommen wir wahrscheinlich noch etwas ausführlicher drauf, dann heißt es, dass in Zukunft, dass Deutschland, also da steht eigentlich nie was oder wird selten was von wirtschaftlicher Führungsrolle gesagt, die wir ja bisher inne hatten, sondern interessanterweise von einer geistig-spirituellen Führungsrolle, Genau. die man einnehmen wird. Ja, aber nicht, dass wir irgendjemand was aufindoktrinieren, sondern unser Beispiel wird einfach Schule machen. Ja, und da ist mir dann aber irgendwann auch natürlich klar geworden,
Das eine muss erstmal gehen, dass das andere kommen kann. Ja, deswegen ist das, was gewisse Herrschaften sicherlich nicht aus besten Intentionen machen, am Ende aber etwas, was notwendig ist, um das Neue zu ermöglichen. Also die Kraft, die Böses will und Gutes schafft, heißt es ja bei Goethe. Ja, und das können sich aber auch viele Menschen noch gar nicht so richtig vorstellen. Das kann man Aber nicht, nee. das ist eigentlich der entscheidende Punkt, weil es kommt ganz stark auf die Menschen, auf das Bewusstsein der Menschen an, das sich ändern muss. Und dazu auch deswegen müssen erstmal, wenn gewisse Sachen eventuell zusammenbrechen, dass die Menschen da überhaupt loslassen können. Weil wenn alles gut läuft, lasse ich ungern los. Genau, wenn Ne? alles so bleibt, kommt man ja gar nicht dazu, dass überhaupt eine Veränderung willkommen ist. Das ist ja der Punkt. Und da jetzt, es ist ja wirklich eine schwierige Zeit für die materiellen Dinge, ganz, ganz schwer. Und ich bekomme immer wieder von der geistigen Welt gesagt, dass Deutschland eine führende oder anders gesagt wichtige Rolle in dieser spirituellen Erneuerung spielt und dass wir da im Gegensatz zu früher, wo wir wirtschaftlich, wie du ja auch schon gesagt hast, eine sehr große Rolle gespielt haben, jetzt in dem spirituellen Feld eine sehr große Rolle spielen und eigentlich durch unser Streben, durch unser Wirken dann die anderen Länder auch in diese Spiritualität hineinkommen. Und so spielen wir wieder diese zentrale Rolle, die jetzt im Moment sehr schwierig ist, aber die letztendlich da dazu führt, dass wir auf unserem Weg, auf dem Seelenweg von Deutschland vorankommen, weil der ist ja auch vorgezeichnet. Ja, das ist ja, also die ganzen Menschen, die jetzt hier noch nicht das verstanden haben, die werden es irgendwann zwangsläufig verstehen. Siehst du auch so, ne? Ja, also das ist das Ziel der Sache und Ja. jetzt auch sehr alte Prophezeiungen, die über 100 Jahre alt sind, sagen eigentlich alle dasselbe aus, dass wirklich hier eine neue Art zu leben, zu denken entsteht, die dann offensichtlich so attraktiv ist, dass viele andere auf dieser Welt das auch machen werden. Und ja, es ist ja auch im privaten Bereich, also wenn man sich Biografien anschaut, oder auch ganz bei mir persönlich, du hast vorhin gesagt, ich war ja, bevor ich 2011 losgelegt habe, ganz normal auch in einem üblichen Leben als Ingenieur in der Computerindustrie beschäftigt. Und ja gut, dann kam halt bei mir auch eine Krise dahingehend, dass ich halt meinen Job verloren habe. Und das hat mich dann aber sozusagen beflügelt oder dann kam halt die Idee, will ich jetzt wieder in so einen Job rein, will ich wieder einen Chef haben, will ich wieder, ich habe das nicht ungern gemacht, aber so die ganz tiefe Erfüllung hatte ich da drin dann halt auch nicht mehr. Und ich hätte auch wieder einen neuen Job gefunden. Es war sogar ein ganz konkretes Angebot da. Aber das wäre nicht das Thema gewesen. Allerdings hat mich das dann dazu bewogen, mal was Neues zu tun. Und es ist die Frage, hätte ich das getan, wenn ich in diesem Job gewesen wäre, wo man alles kennt, wo man gutes Verdienst hat, was jetzt nicht schrecklich war, ja. Und da war diese Krise eigentlich auch notwendig, um mich auf diesen neuen Weg zu bringen. Und das ist nicht nur bei mir so gewesen, ganz viele Biografien, dann kann man das nachlesen, auch von sehr erfolgreichen Menschen, die erstmal was ganz anderes gemacht haben und wo das dann nicht mehr ging. Auch häufig sind Krankheiten Auslöser für eine komplette Wandlung des Lebens von Menschen und meistens verschwindet dann die Krankheit auch relativ schnell wieder, weil die meisten Krankheiten wollen uns immer etwas sagen. Das ist aber natürlich auch eine Krise, sogar eine große Krise, wenn Ja, Krankheit, unbedingt. ja. Und üblicherweise, wenn etwas so gar nicht richtig gut läuft oder irgendwas total schief geht, kann man sich immer mal überlegen, was will mir das vielleicht sagen? Und momentan bei Deutschland ist es relativ klar, wobei Deutschland muss man immer etwas größer sehen als jetzt den Staat. Deutschland momentan, wir reden hier schon sehr stark vom deutschsprachigen Raum, vielleicht auch noch etwas darüber hinaus. Genau, ja, finde ich auch. Also,
Das hat jetzt nichts mit einem Staat zu tun, aber dass dieses Gebiet wieder eine ganz andere Funktion wahrnimmt, die es eigentlich ja auch schon mal wahrgenommen hat. Wenn man mal überlegt, in der vorindustriellen Zeit, oder wo das so losging, das Land der Dichter und Denker, der Komponisten, ja, Ja. ist ja unglaublich viel damals hier aus diesem mitteleuropäischen deutschsprachigen Raum gekommen, fast die gesamte klassische Musik. Es gibt in anderen Ländern auch tolle Komponisten aus dem Bereich, aber allein die Masse, die aus Deutschland, Österreich und der Ecke gekommen ist, ist schon Wahnsinn. Und da sieht man, das war auch schon mal etwas anders. Ja? Und dann sind wir natürlich gerade im Rahmen der Industrialisierung, haben wir das andere gemacht. Das hat auch gut funktioniert, was ja auch ziemlichen Ärger zum Beispiel in Großbritannien hervorgerufen hat oder nach dem Krieg dann das Wirtschaftswunder. Das können wir auch sehr gut. Allerdings ist das eine sehr, sehr materiell ausgerichtete Geschichte. Und die Spiritualität geht ja eigentlich einen ganz anderen Weg. Da wird das Materielle sehr unwichtig, ja. Und natürlich, deswegen ist es mir völlig klar, viele Sachen müssen jetzt einfach verschwinden, damit wir den neuen Weg gehen, der aber nicht heißt, dass wir dann wie im Mittelalter leben werden. Nein, es gibt jetzt schon auch ganz offiziell Technologien, die, sagen wir mal, viel, viel kleinzelliger und lokaler sind. Und es gibt noch ganz andere Technologien, die noch nicht offengelegt sind, wo es dann auch die Großindustrie und die Großkraftwerke, das braucht es alles nicht mehr. Ja? Und wenn man diverse Visionen von der neuen Welt sieht, die hier beginnt und teilweise schon begonnen hat, dann ist es aber auch nicht so, dass irgendeiner kommt von oben, ein großer König oder Kaiser oder auch irgendwelche Aliens oder sonst wer und uns jetzt dann hier das gibt und wir nehmen das und das wird von oben raufgesetzt. Nein, das wird sich tatsächlich von unten her bilden. Erstmal in kleineren Gebieten und das waren immer mehr und irgendwann gibt es dann vielleicht sicherlich auch eine Verwaltung oben drüber, aber die hat bei weitem nicht diese Macht und diese Kraft, wie heute eine Regierung hat, das wird von unten kommen, von den Menschen her gesehen. Das ist relativ sicher. Und natürlich müssen die Menschen das aber auch wollen und überhaupt verstanden haben. Und dieser Prozess ist aber schon am Laufen, weil ich doch jetzt immer wieder eingeladen werde von so kleinen Gruppen in Deutschland, Österreich, Schweiz, die sich zusammengefunden haben, die sich regelmäßig treffen, die alternativ hervorragend informiert sind, aber die vor allen Dingen auch ganz stark neue Wege gehen wollen, überlegen, was können wir tun, in welche Richtung gehen wir, wie können wir uns zusammentun. Und diese Gruppen gibt es schon. Die gibt es nicht mit Webseite und irgendwelchen Vereinsgeschichten. Nein, das ist viel lockerer und das ist auch gut so, weil deswegen sind die auch viel schwerer zu fassen von denen, die das gerne verhindern wollen. Aber diese Keimzelle von dem, was später dann immer größer werden wird, die ist schon da. Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon lange gewusst und auch in den Vorhersagen, also wird es auch immer wieder gesagt. Das heißt also, es bilden sich verschiedene Gruppen, die in einer mitmenschlichen Beziehung sind, die anders ist als jetzt. Ja, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, sich gegenseitig hilft und unterstützt. Und das ist auch der Wunsch, ich weiß das von ganz vielen von euch, die ihr heute zuschaut. Das ist so unser Wunsch, dass wir doch in Frieden zusammenleben, einfach so. Und natürlich haben wir dann die freie Energie. Da gibt es so viele Dinge, an die wir jetzt noch nicht rankommen, weil es ja, sag ich mal, blockiert wird, ne, von den oberen Schichten. Und wenn wir das in unseren Gruppen machen, ich habe zum Beispiel, ich muss jetzt kurz sagen, in meinem Buch, wo ich über Andromeda, das kosmische Wissen von Andromeda geschrieben habe, da gibt es eine Übung, wo man wirklich selbst Energie erzeugen kann. Und wenn wir da mehr von solche Hinweise bekommen oder Anleitungen bekommen, dann sind wir ganz schnell wieder in unserer Schöpferkraft drinnen, in unserer Schaffenskraft. Denn gerade die Menschen hier
aus diesem Land haben so ein großes Potenzial, also die Deutschsprachigen, da stimme ich völlig mit dir überein. Und dieses Potenzial, das möchte jetzt auch mal gelebt werden. Und dieser Erfinderreichtum, der liegt ja in uns drin und eine Krise fördert ja diesen Erfinderreichtum. Und von daher, auch wenn es schwer ist, durch eine Krise zu gehen, haben wir doch endlich die Möglichkeit, uns mal auf uns selbst zu besinnen, auf die Kraft, die in uns liegt und dann eben gegenseitig zu unterstützen und eine ganz, ganz andere Welt zu erschaffen. So spirituelle Lösungen für Deutschland. Was wäre da so dein Ansinnen? Also diese Gruppen, dann die Nutzung der freien Energie. Das Meditieren, ja, das sich befassen mit seiner Seele und dann kommt auch die Heilung von ganz allein. Ja, wir werden auch, denke ich mal, nicht mehr so krank sein, weil wir auch uns anders ernähren. Das spielt ja eine Rolle. Und weil auch, glaube ich, einfach dann klarer werden wird, woher Krankheiten eigentlich kommen. Das ist ja völlig verdrängt worden. Das ist in der traditionellen chinesischen Medizin noch ein bisschen anders, wobei man auch in China immer mehr das verdrängt. Aber viele Heiler auch, die ja auch momentan einen riesen Zulauf kriegen, weil einfach die Schulmedizin auch viele einfach abweist, insbesondere die ganz spezielle Probleme haben, die in den letzten 3 Jahren aufgetreten sind. Oder zwei, ja. Aber natürlich ist eine Krankheit nicht nur auf die irgendwelche physischen Phänomene oder Symptome zurückzuführen, wie so ein Auto, wo irgendein Teil kaputt ist und das tausche ich dann aus. Das ist ja so momentan die schulmedizinische Herangehensweise, die auch nicht total zu verteufeln ist. Also gerade bei Unfällen und so weiter kann die auch unglaublich viel leisten. Aber bei vielen Krankheiten wird eigentlich nicht nach der Ursache geschaut, insbesondere wenn vor allen Dingen die Ursachenbehandlung viel weniger Geld bringt als die Symptombehandlung. Jawohl. Und da haben wir, gibt es ja schon viele Wissenschaftler, die sehr, sehr viel rausgefunden haben, die natürlich teilweise verfolgt werden. Aber das wird sich durchsetzen. Und dann, wenn also viele Krankheiten an der Wurzel gepackt, vielleicht auch so, dass sie erstmal gar nicht mehr ausbrechen müssen, ja, es wird natürlich auch neue Heilungswege geben, die momentan noch unterdrückt werden, aber da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Es wird ja immer von diesen Medbetten gesprochen, die es meiner Ansicht nach durchaus gibt. Mit Frequenzmedizin kann man sehr, sehr viel heilen, aber da muss man auch wieder aufpassen, dass man nicht wieder nur die Symptome kuriert, also sprich zum Beispiel Krebs, man entfernt die Geschwulst. Aber die eigentliche Ursache des Krebses, wie das der Dr. Hamer ja sehr schön an vielen, vielen Beispielen auch nachgewiesen hat, das ist ja auch an Universitäten natürlich nicht an den deutschen, aber an osteuropäischen wurde die Richtigkeit nachgewiesen, dass die Ursache des Krebses eigentlich in der Psyche liegt. Und da muss ich das beheben und dann kommt er auch nicht, ja, wieder. Und deswegen, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht wieder zu sehr das abgebe. Diese ganzheitliche Medizin hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, selbstverantwortlich zu gucken, was muss ich ändern, was ändere ich bei mir, ja. Während die klassische Schulmedizin ja, wie gesagt, so eine Autowerkstatt. Ich gehe irgendwo hin, lass was austauschen, dann ist wieder gut. Nicht? Dieses ist auch, das ist, man merkt, das ist mehr ein Bewusstsein, ja. Und was auch relativ klar ist, diese neue Ausrichtung hat ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun. Ja, momentan wird uns ja eigentlich ständig nur immer suggeriert, du weißt ja eigentlich gar nichts. Experten, geh zum Arzt, geh zum Versicherungsmann, geh zum Finanzmann, geh zu dahin. Jeder geh zu dem, der sich richtig gut auskennt und du bist eigentlich für nichts verantwortlich. Du musst bloß irgendwo hingehen. Im Zweifelsfall der Staat weiß schon, was gut für dich ist. Ja, das krasse Gegenteil wird in der Zukunft sein. Man wird natürlich Hilfe bekommen, wenn man die braucht, aber die ganz viele Lösungen stecken in einem selbst drin. Und da kommen wir dann auch schon wieder in den Bereich Spiritualität. Die Menschen werden dann viel klarer sehen, wer sie wirklich sind, was sie für Möglichkeiten haben. Momentan wird uns ja auch erklärt,
ganz stark natürlich durch solche Leute wie diesen Professor Hariri vom WEF, dass wir ja nur biologische Maschinen sind und eigentlich brauchen wir ganz viele Chips in uns und andere technische Schnickschnack, dass wir überhaupt was wert sind. Das ist ja die klare Aussage, die er macht. Und es ist genau andersrum. Ja, aber das müssen wir natürlich auch erst erkennen und wollen. Und das geht natürlich ganz stark mit Eigenverantwortung zusammen. Und das wollen auch viele noch gar nicht hören. Ne? Also mein Nee. Freund Swami Madhavananda sagt, wenn er einen Vortrag hält, in dem Moment, wo er dann an den Bereich kommt, dass er den Leuten sagt, ihr seid selbstverantwortlich für das, was euch passiert, dann wird der Saal leerer. Ja, das wollen viele nicht hören. Man möchte das immer im Außen suchen, aber genau das wird sich ändern. Das ist diese Bewusstseinsveränderung, die kommen wird. Und einiges von dem, was jetzt passiert, was vielleicht auch nicht so ganz schön ist, also aus der geistigen Welt kommt schon die Aussage, dass wir hier in unserem Raum einen gewissen Schutz haben. Das heißt, so die ganz großen Großkatastrophen werden nicht gesehen. Ja, aber natürlich wird es ganz schön krachen im Gebälk. Ja? Aber viele Menschen werden das vermutlich auch benötigen. Der Staat muss zusammenbrechen, dass viele Menschen erstmal verstehen, ich kann mich auf den Staat nicht mehr verlassen. Ich muss wieder mich selbst kümmern. Ja, und das sind lehrreiche Dinge, die vielleicht etwas schmerzhaft sind. Je abhängiger ich von etwas bin, desto schmerzhafter ist es für mich natürlich, erstmal das zu erkennen und loszulassen. Ja, wenn ich relativ unabhängig schon bin, dann stört mich das nicht. Im Gegenteil. Es wird vorher gesagt, dass ein Großteil der Bürokratie einfach zusammenbrechen wird. Ja, und wenn ich momentan unter dieser leide, ja, als Selbstständiger oder als Unternehmer, ja, dann ist das für mich eher eine gute Nachricht. Richtig, für mich auch. Ja, Andere, die natürlich in dieser Bürokratie arbeiten oder die davon abhängig sind, ja. die haben natürlich ein Problem, wenn die zusammenbricht. Dann müssen sie was anderes machen. Das werden die auch finden, also. Natürlich. Es wird viele, viele neue Möglichkeiten geben. Aber interessant ist natürlich auch, du hast ja das Thema freie Energie erwähnt. Die Sachen gibt es natürlich. Ich habe selbst Leute getroffen, die entsprechende Sachen schon erfunden haben, die dann auch Ärger gekriegt haben, wenn jemand aus dem Bekanntenkreis zu sehr geredet hat, Ja. dann wieder so schön ein Angebot bekommen, was sie nicht ablehnen konnten, wie man das von der ehrenwerten Gesellschaft ja kennt. Aber mein Meister Paramahansa Vivekananda hat natürlich auch mal gesagt, und das macht für mich absolut Sinn. Es ist nicht nur, dass irgendwelche dunklen Kräfte das verhindern. Es hat auch was mit unserem Bewusstsein zu tun. Weil ein Nullpunkt-Energie-Device erzeugt ja sozusagen materiell etwas unbegrenzt, nämlich Energie. Und das mit einem Bewusstsein, das nach materiellem mehr strebt, das passt erstmal nicht zusammen. Und deswegen war die Aussage, erst muss sich das Bewusstsein verändern und dann kommen auch die Technologien nach oben. Damit Genau. umgehen können. Ja, aber die sind schon da, die müssen nicht erfunden werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, jetzt diese Energie anzuzapfen. Das kann man mechanisch machen mit Magnetmotor. Es gibt aber auch schon seit Nikola Tesla elektronische Varianten. Das ist keine Frage. Es ist nur die Frage, wann wir so weit sind, dass wir das entsprechend auch nutzen können. Wobei ich so ein bisschen einen Verdacht habe momentan, dass momentan das im Hintergrund da und dort unser Stromnetz damit schon stabilisiert wird. Weil als Elektrotechniker, wenn ich mir anschaue, was wir gerade in Deutschland, aber da hängt ja ganz Europa mit drinne, mit unserem Stromnetz hier veranstaltet, ist es eigentlich ein Wunder, dass es noch keinen großen Blackout gegeben hat. Da hatten ja den Stefan Spiegelsberger von Outdoor Chiemgau bei mir auf dem Kongress, der hat das ja auch sehr schön erklärt. Das ist einfach unglaublich, was hier gerade passiert. Und da weiß ich nicht, ob vielleicht im Hintergrund nicht auch schon ein bisschen was zur Stabilisierung gemacht hat, weil eins ist auch klar, das hat er ja auch gesagt, ein mehrwöchiger Blackout, das katapultiert die gesamte Gesellschaft wirklich erstmal ins Mittelalter zurück. Ja, das Ja, also stimmt. in der geistigen Welt wird das auch nicht kommen in der großen Form. Kleinere Stromausfälle, lokaler begrenzt. Darauf müssen wir uns einstellen, aber das kann dann auch lehrreich sein, weil wir natürlich sehr abhängig geworden sind von diesen Dingen. Wir müssen uns ja bloß auch mal anschauen, wie abhängig gerade die Jugend natürlich von dem Smartphone ist. Ja, und für die wäre das ja auch die größte Katastrophe, wenn das Internet mal nicht geht. Ja, Aber ja.
geht. Und diese Dinge müssen sich natürlich in irgendeiner Form auch wieder korrigieren. Deswegen ist das jetzt nicht völlig böse. Man kann damit auch gute Sachen machen. Aber wenn man so die Visionen von der neuen Zeit sieht, es ist nicht so, dass keine Technik mehr da ist. Aber es wird weniger sein. Es wird das sein, was sinnvoll ist, was man auch braucht. Und für einiges wird man auch einfach keine Technik mehr brauchen, weil wir auch andere Fähigkeiten bekommen, wobei das jetzt noch nicht unbedingt vielleicht in den nächsten 5 Jahren passiert. Aber die Dinge sind jetzt auch in der Veränderung und viele merken das auch schon irgendwie. Natürlich erstmal durch merkwürdige Symptome und ja, ihnen geht es nicht gut oder sie sehen irgendwelche Dinge, die es eigentlich nicht gibt oder umgekehrt, sie werden nicht gesehen. Gibt es ganz viele Berichte. Es passiert mit unserer Realität gerade schon etwas, was viele auch in irgendeiner Form schon erleben, es halt noch nicht so richtig einordnen können. Ja, das sind so schöne Zeichen, die dann vielleicht zum Nachdenken bringen und dann dem Platz machen, was in uns liegt. Im Moment läuft ja alles noch darauf hinaus, dass wir so viel Kontrolle bekommen, wie nur möglich ist, dass wir wirklich am Schluss nicht mal mehr 5 € in der Hand halten können. Ja, das sind ja, ist ja das Ziel, dass wir wirklich völlig kontrolliert werden. Und das geht mit einem Freigeist nicht. Es geht auch mit einem spirituellen Menschen nicht. Es geht eigentlich mit niemand. Und das zu verstehen, dafür ist halt auch das selbstständige Denken gefördert, das Gucken mit offenen Augen, nicht einfach nur sich berieseln lassen, sondern wirklich auch mal, ja, wie du sagst, die Verantwortung zu übernehmen. Ich weiß, dass das schwer ist für viele Menschen und dass man dann eher bequem ist, aber nur, weil man so erzogen wurde. Die ganze Konditionierung von den Kindern fängt es ja an, vom Babyalter. Das ist einfach, man kann Sachen fremdbestimmt. Ist ein böses Wort, ich weiß. Aber das ist ja das Ziel der Gegenseite, uns tatsächlich auszunutzen auf allen Ebenen. Und das geht eben nun mal nicht. Deutschland ist jetzt hier in dieser wirklich zentralen Rolle und dieser Freigeist, der liegt in uns allen drin und er wird sich auch bei vielen Menschen immer weiterentwickeln und dadurch wird es weitergehen. Und das, was du gesagt hast mit der Elektrizität, mit der Energie, da bin ich sofort deiner Meinung. Wir werden da unterstützt. Denn es ist wichtig, dass wir nicht ganz von Anfang an wieder anfangen, sondern dass wir ja schon auf der Basis, die wir jetzt ungefähr haben, weitermachen können. Und es ist so viel möglich. Und deswegen möchte ich euch allen auch sagen, habt keine Angst vor dem, was hier geschieht. Wir sind in guten Händen. Die geistige Welt ist bei uns. Die Sternenwesen, die Engelwesen, alle sind da und schauen, dass es in einem einigermaßen guten Weg vonstatten geht, dieser Wandel. Und sie haben ja auch schon viele Atomkriege verhindert. Das hat die geistige Welt getan. Ja, gab damals Wesen von der Venus, die das gemacht haben. Das ist allgemein bekannt. Wird natürlich nicht verbreitet. Aber einfach, ich möchte jetzt nur dadurch sagen, habt keine Angst um Deutschland, sondern geht in die positive Energie hinein, zu dem, was kommt. Und das ziehen wir dann ja auch an. Und das ist unsere innere Einstellung, die den Wandel in die richtige Richtung lenkt. Und völlig egal, was die ganzen Überschriften sagen, wie katastrophal es wäre, wie schlimm es wäre, es liegt an uns, mit unserem Denken und dann mit dem Handeln das zu ändern. Ich denke, das ist was ganz Wichtiges, was ich euch so mitgeben möchte. Und lieber Peter, hast du vielleicht auch noch so einen Satz, den du gerne mitgeben möchtest, um uns ja Kraft zu geben und auch zu bestätigen, dass alles gut wird? Ja, also es ist ein Satz interessanterweise vor einem Jahr oder so mehrfach zu mir gekommen, der es eigentlich sehr gut ausdrückt. Wer Gott vertrauen hat, wird gut durch diese Zeit kommen. Das ist der Weg. Und wir werden beschützt von ganz oben. Uns wird auch, ich habe das persönlich ganz viel erlebt, auch schon gezeigt, aber meistens nicht mit dem Holzhammer, manchmal auch, sondern eher subtil. Man muss die Sachen nur erkennen und muss den Weg dann gehen und dann ist es ein guter Weg.
Und es wird, wie hat das der mediale Holzfäller aus dem Allgäu letztes Jahr so schön gesagt, es wird schon ein bisschen rumpelig werden jetzt, weil wenn ein System zusammenbricht, dann funktionieren gewisse Sachen nicht mal zeitweise und man sollte halt auch versuchen, sich, soweit man es kann, selbst eigenverantwortlich Thema Krisenvorsorge darauf vorbereiten, dass man nicht, wenn ein Tag mal der Strom weg ist, was jederzeit passieren kann oder die Supermärkte zu sind, in Panik verfällt. Das ist Eigenverantwortung, das ist aber auch geerdet sein. Ja? Aber man kann natürlich sich nicht auf alles vorbereiten und dann kommt das Gottvertrauen ins Spiel. Es gibt natürlich aber auch die Aussage, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Also du musst auch Ja. schon deinen eigenen Teil tun. Nicht? Oder wie mein Meister gesagt hat, ich helfe dir, dass du nicht untergehst, aber schwimmen musst du schon auch. Ja. Ja, also was Ja. wir tun können, müssen wir tun. In der Tat ist aber auch die stärkste Form der Manifestation. Wir manifestieren ja eigentlich unsere eigene Realität. Und bei der Tat kann ich mich nicht selbst belügen. Bei Gedanken, bei Worten kann ich das noch. Deswegen ist es wichtig, auch was zu tun. Es wird sicherlich nicht genügend sein, wenn man alles durchdenkt, aber das ist völlig egal. Ich gehe in eine Richtung, mache was, was ich kann. Und dann wird mir aber auch von oben weitergeholfen. Und dann bin ich an dem richtigen Ort zur richtigen Zeit. Das kann ja häufig ganz wichtig sein, ob mir was passiert oder nicht. Ja. Und im Außen, das war jetzt auch die klare Botschaft, wird der Halt immer weniger zu finden sein in den nächsten Monaten. Deswegen, ich muss sehr stark ins Innere gehen und dann kann ich da aber auch im Frieden bleiben, auch wenn draußen, wie der Egon Fischer das so schön gesagt bekommen hat, wenn man auf einer Scheibe steht, die sich ganz stark dreht und außen verschwimmt alles, weil ich kann nicht im Außen nicht mehr festhalten. Wenn ich auf mich selbst schaue, dann bin ich stabil. Und das ist ganz wichtig, ob man dann spirituelle Übungen macht, wenn man natürlich in einem gewissen Bereich unterwegs ist, wie ich, ist es bestimmte Yoga-Arten macht, Kriya-Yoga oder ist das natürlich sehr hilfreich, aber die Empfehlung ist auch immer, geht raus in die Natur, auch ein ganz wichtiger Weg, um sich einfach wieder zu verbinden mit der Erde, zu erden und positiv zu werden. Das ist die ganz klare Empfehlung, die immer wieder kommt. Haltet eure Schwingung hoch, bleibt positiv, dann kann euch vieles von dem, was jetzt auch mal im Außen zeitweise ein bisschen unrund ist, nicht wirklich belasten, angreifen. Ja. So ist es, genau. Lieber Peter, ich danke dir sehr, dass du heute bei Smarana warst und ich wünsche dir das Beste vom Besten. Wir sind hier, wir sind stark, wir sind mit Gott verbunden. Liebe Smarana, denkt daran, betet, geht ins Gebet, lasst euch helfen und unterstützen von der geistigen Welt. Und ich wünsche euch allen alles Liebe. Wir sehen uns zum nächsten Video. Danke, Peter. Danke, liebe Monika, liebe Zuschauer.